zurück zu Deus Ex Human Revolution. Wir sind hier stehen geblieben in dem schönen, wie soll man das nennen, Schnellhotel, also so Kleinhotelzimmer, so wie so Buchten. Ja, und genau, wir müssen jetzt hier uns durchringen, ich versuche das beim Schleichen, ich habe es im privaten Modus versucht, ohne Schleichen, und bin einfach durch und hab's alle durcheinander, alle umgebracht. Ja, klar. So, ihr Passwort und Zugangscode wurde gewünscht geändert. Das neue Passwort für PC lautet Nemuni. Ihr Zugangscode ist Ironfast. PS, wir sind immer noch auf der Suche nach dem anderen PDA, den sie verloren haben. Okay. Was das mir, also ich weiß jetzt nicht, in was für ein Punkt es mir jetzt hier weiterhelfen soll, weil ich weiß echt nicht. Mal kurz eine blöde Idee, ne? Sieht der mein Laserpointer? Guck mal, der ist auch dumm, der sieht mein Laserpointer nicht. Doch, er sieht ihn. Doch, also, er hat mich gesehen. Ah, 3. Ich hab's in Schleichen versucht, aber ich wollte. So, ja, gut, wir können. Ah. Habe ich gehört. Kommen Sie raus! Halt! So.
ganze Inventar voll mit Scheiße. Was ist denn los, ey? So, das können wir wegtun. Theoretisch kann man die wieder... Die habe ich abgestellt gehabt eigentlich. Okay. Der Haupteingang ist wahrscheinlich verriegelt, deswegen müssen wir wahrscheinlich auch hier hinten lang. Mann, ey, ich hab doch extra... Keiner von den PDA? Warte, nein, ich meine, ich habe ein PDA aufgesammelt. Ernst? Ich habe doch ein PDA aufgesammelt gehabt, oder? Bewegung!
Okay. Coole Sounds. Sonst alles okay, ja? Malik, ich muss mit Pritchard reden. Ich brauche alles, was er über das Gebäude von Tai Yong Medical hat. Grundrisse, Baupläne, einfach alles. Das könnte eine Weile dauern, Jensen. Okay, er hat Zeit, bis ich das Tai Yong Shuttle gefunden habe, von dem Van Bruggen gesprochen hat, und damit zu ihrer Fabrik fahre. Jensen out. Sie haben ja nichts zu suchen. Gehen Sie! Sie haben ja nichts zu suchen. Gehen Sie! Letzte Warnung! Machen Sie, dass Sie wegkommen, oder ich schieße! Sie haben ja nichts zu suchen. Gehen Sie! Sondern ins Apartment, gell? Dafür brauchen wir mindestens ein Praxiskit. Geld haben wir keins, wir müssen echt warten bis zum Level Up. Das Problem ist, wenn wir der. Das ist echt scheiße jetzt. Wir könnten verkaufen, aber selbst dann würden wir kein Praxiskit bekommen zum Hacken, weil wir müssen leider hacken, denn wir haben keinen Zugangscode. Oder steht was in der Nachricht? Ey, warte mal kurz, da ist es der. Nein. Kann er gar nicht. Leeres Apartment. Achso, Lee's Apartment. Sorry. Leeres Apartment. Bitte lass mich jetzt hier nicht schon weg. Ich möchte gerne noch die Nebenmission machen. Malik, gibt's schon was Neues von Pritchard? Oh. Ich bin hier, Jensen. Und vor mir liegt der Gebäudeplan von Tai Yong Medical. Wunderbar. Ich brauche Zugang zu einem Sicherheitsterminal im Upper City Turm. Ihnen ist aber schon klar, dass zwischen Ihnen und dem Turm eine ganze Skyline liegt, oder? Ich weiß, das Pango. Irgendeine Idee, wie ich hinkomme? Sie sollten erstmal nach oben gehen. Was war das gerade eben? Mist, ich hab grad was umgebracht. Zugriff gewählt. Ja, ich will dir helfen. Keine Ahnung, wie lange ich das noch aushalte. Ich bin ja schon dabei. Was? 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 Oh. Zugriff gewährt. 3, 2, 1. Oh. Ihnen danken? Du kannst mir den Weg sagen. Und wohin?
Ich muss zum Turm in Upper Hengsha. Nehmen Sie den Fahrstuhl. Hinter dem Cryo-Sterilisationsraum. Unautorisiertes Personal hat dort oben allerdings keinen Zutritt. Aber Kim hat heute Wachdienst. Der schuldet mir einen Gefallen. Sagen Sie ihm, Sie kommen von Lee, dann lässt er Sie bestimmt durch. Vielen Dank, mein Freund. Aber das ist doch das Mindeste. Meine lieben Freunde, wir sehen uns beim nächsten Part. Tschö.